Hallo und ein herzliches Grüß Gott aus dem wunderschönen Wolfsbach. Ja, ich melde mich wieder zurück nach meiner kranken Abwesenheit, muss man schon sagen. Ich bin jetzt fast eine Woche im Bett gelegen und habe mich mit Fieber und mit sonstigen Sachen und mit Schwindel und whatever herumgeschlagen. Ja, heute geht es mir wieder einigermaßen gut. Ich bin jetzt wieder ein bisschen, habe wieder Kraft, habe wieder Appetit. Ja, es ist aber ein bisschen was geschehen währenddessen. Ich hab mich ab und an ein oder zwei Stunden aufgerafft, etwas im Treibenland zu tun. Und das hier ist geschehen. Also hier baut der Elysium gerade seine Bäckerei, hier mitten in Wolfsbach. Ich habe ihm den Auftrag gegeben, mir eine Bäckerei zu bauen. Und das ist jetzt mal der Anfang. Ich zeige aber noch nicht mehr. Der Elysium wird natürlich sicher hier noch wenn er fertig ist, da kann ich euch dann natürlich das alles dann zeigen. Ja. Und was ist noch geschehen? Beim Observatorium ist wieder einiges weitergegangen. Da kann ich euch jetzt wirklich viel zeigen. Ich mache hier quasi heute nur so eine Update-Folge, ja, eben weil ich noch nichts vorbereitet habe jetzt für die nächste. Die nächste ist ja dann am Montag. Am Sonntag wird es bei der Baumschule diesmal noch nicht weitergehen. Wie gesagt, ich habe keine Zeit gehabt oder besser gesagt, ich habe mich nicht aufraffen können, hier irgendwelche Materialien noch zu holen und hin und her und sowieso. Dementsprechend ist das alles jetzt ein bisschen liegen geblieben. Und auch der gute Lucien hat mir gestern hier ein bisschen geholfen. Der Fassi war da und hat mir ein bisschen beim Bau geholfen, mich ein bisschen unterstützt, da ich eben erst heute eigentlich meinen ersten guten Tag habe, wo ich wirklich keine Schmerzen habe und nichts. Ja, und demnach werde ich euch jetzt das Update zeigen. Also, das Up-to-Date ist folgendes. Fangen wir hier unten an. Also das hier ist eine spezielle Sorte vom Baum, die ich vom guten Cedric erhalten habe. Ihr seht hier den Birkenstamm, gefolgt von Fichtenladeln. Also das könnte eine Art Ginkgo sein. Ja. Ich bin mir noch nicht sicher, was es genau ist. Er hat es mir zum Untersuchen gegeben, er hat gesagt, er hat diesen Setzling bekommen. Und wir werden gemeinsam noch herausfinden, was es ist und um was es sich handelt. Definitiv. So, wir werden gleich mal schlafen müssen. Da geh mal pennen, geh ich. So. Ja, also so sieht jetzt mal der Raum hier unten aus. Hier kommen dann diese kleinen Apparaturen herein, die das Cedric gebaut hat. Die werden dann hier ihre Aufstellung finden. Ja, hier ist der Eingangsbereich. Hier kommt dann noch so ein kleiner Tresen hin. Mit einem Empfangsmenschen dahinter. Ja, genau. Jo, dann hier weiter Labor Strommetallurgie. Den Boden habe ich schon eingezogen. Die Einrichtung fehlt aber noch. Dann machen wir hier oben weiter. Hier, dieses Labor fehlt noch komplett. Da ist weder der Boden noch sonst etwas eingezogen. Aber wir haben hier mal ein WC schon. Ein Würzel. Eines haben wir schon. Es fehlt noch die Seife. Die Seife fehlt noch, aber ansonsten ist dieser Raum fix fertig eingerichtet. Ja. So, ne? Und dann haben wir noch hier drüben das zweite WC. Ich glaube, das hier ist das Herren-WC, soweit ich mich erinnern kann. Oder ist das das... Nee, Blödsinn, das ist das Damen-WC. Ja, richtig. Das ist das Damen-WC, glaube ich. Ja, stimmt schon. Hier fehlt auch noch die Seife. Ja, die Seife sind Tränke der Erneuerung, wenn ich mich nicht irre. Die muss ich entweder brauen oder ich werde mir die Annie holen. Die kann ja brauen. Ja, dann ist das hier entstanden. Ja. Pen-and-Paper-Tisch. Alles, was ihr hier seht, ist entworfen vom Cedric. Er hat das hier mehr oder minder gebaut. Ich habe die Blaupausen genommen und habe das hier nachgebaut. Ja, hier hat jemand am Tisch gekotzt. Ich weiß nicht wer. Ich muss das dann noch wegwischen. Da ist jemandem schlecht geworden beim Pen and Paper spielen, wie ich nicht da war.
Verdammt. Ja, hier statt diesen drei Akazienstufen gehören noch Spender. Ja, können noch Spender. Hier, das Lager ist fertig. Ja. Das Lager ist fertig. Hier gehören noch Spender herauf. Und ich glaube, im Großen und Ganzen war es das dann. Oh, da fehlen noch zwei so Holzis. Wo hab ich mein Holz? Holz, Holz, Holz. Holz, Holz. Da. Wenn, dann muss es schon ordentlich sein. So. Hier und da. So. Die Knöpfe sind noch nicht an ihrer richtigen Position. Die habe ich jetzt mal nur so hergegeben, dass ich hier ein- und aus kann. Ja, dann haben wir hier dieses Labor. Dafür habe ich diese Ranken mitgenommen. Die wachsen dann hier jetzt noch herunter und das war's dann. Oh, wächst schon. Ach Gott, ich hab halt den grünen Daumen. kann man sagen, was man will. So, hier gehört dann noch das Frischwasser rein und so weiter. Ja, hier gehören dann eigentlich noch Blumen und Verzierungen. Genauso wie hier. Ansonsten ist dieser Raum auch an und für sich fertig. Dann gehen wir ins Brockenbeetlabor. Hier kommen dann noch einige Blümchen rauf und so, wo eben, wie der Name schon sagt, Trockenbeetlabor, wo eben durch Trocken, wo eben Pflanzen gedeihen sollen, die wirklich unter extrem Trockenbedingungen leben. Ja, das werden wir dann noch schaffen. Und hier das Lager ist auch fertig, hier mit diesem einen schönen Kloster oben. Ich schaue aber trotz... Ja, jetzt, okay, passt, das brauche ich nicht mehr. Es ist jetzt ein bisschen anders mit diese Fackeln und so existieren beim Cedric nicht so in der Form. Nur ich habe teilweise einfach zu wenig Licht und mir spawnen hier ständig die Monsters. Und das ist ja nicht notwendig. Sonst die machen alles kaputt. Die machen alles kaputt, machen die. Ja, richtig, genau. Und ich habe das Gemälde noch mitgenommen für den Raum hier. Jetzt ist die Frage, ob das dann auch so funktioniert. Ja, perfekt. Ich glaube, das sind sogar die zwei richtigen Zeichnungen, die hingehören. Das ist Glück. Das ist pures Glück, ihr Lieben. Das ist pures Glück. Ich glaube, es sind die zwei richtigen Zeichnungen. Hier gehört, hier gehört unser Allvater hin, unser Mojang. Ja, genau. Und, okay, ja, richtig. Ich habe jetzt die Blaupausen nicht genau neben mir liegen. Okay, aber es wird schon so ungefähr passen. Wie gesagt, die Gemälde gehören dann noch gemacht. Jetzt zeige ich euch noch ganz, ganz fix das oben. Hier ist der Entspannungsbereich. Hier so. Das ist der Entspannungsbereich. Ja, ich finde ihn hübsch. Hübsch eingerichtet. Nur dieses eine Bücherregal hier gehört eigentlich nicht hierhin. Ich brauchte aber eine Lichtquelle, weil es hier zu dunkel war. Ja, also das ist im Endeffekt das Einzige, was man hier so bemängeln könnte. Ja, auch dieser Raum hier, das ist ein Schulungsraum. Ja, ich mache mal so, damit ihr mehr seht. Dieser Schulungsraum finde ich, hat der Cedric sehr gut eingerichtet, meiner Meinung nach. Und soll halt auch seinem Zweck dienen. Ja, und die ganzen Schüler und alle, die hier eben dann lernen wollen, die mögen dann hierher kommen und können dann hier lernen. Richtig. So, und jetzt ins Allerheiligste. Ins Allerheiligste. Ins Allerheiligste. Aber bevor wir ins Allerheiligste abbiegen, hier die Küche. Die Küche wäre ursprünglich vom Cedric, ist die gemacht aus Sandstein. Ich habe sie jetzt aus Quarz gemacht, weil es einfach heller wirkt. Ich finde es halt gut. Hier haben wir die zwei Menüs, rote Betesalat mit Dressing und Borscht und Hammelkeule mit Kartoffel- und Möhrenbeilage, finde ich gut. Und ich würde sagen, das kann man essen, das kann man definitiv essen, das kann man definitiv essen. So, ich muss auch essen.
Ja, hier, wie gesagt, die Küche ist fertig eingerichtet, wie es der Cedric auch eingerichtet hat. Wie gesagt, ich halte mich so gut wie es geht an den Plan. Also das zu 95% ist dieses Haus exakt so nachgebaut, wie der Cedric es gebaut hat. Ja, wie gesagt, manchmal mache ich ein paar Umentscheidungen. Hier zum Beispiel fehlt ein Tisch. Ihr seht, hier sind diese Tische wirklich sehr schön vom Cedric eingerichtet worden. Ja? Richtig liebevoll. So schöne kleine Ecken. Hier, ne? Ich finde das richtig schön. Und hier oben, hier kommen wir mal zum ersten Bereich. Jetzt sind wir im Turm. Ich zeige euch das schnell. Man kann hier raus. Ja. Man ist hier im Turm oben, ne? Hier. Kann man raus und rausschauen und runterschauen. Ja. Also hier ist jetzt das quasi wirklich das. Der Ausguck, wenn man so möchte. Hier sind diese ganzen Computer und Maschinen, die die Leute hier brauchen und diese ganzen zwergischen Apparaturen, die hier dann zum Einsatz kommen. Und hier oben, steht es, das Herzstück, das Teleskop. Ist doch genial geworden, oder? Ist doch richtig schön genial geworden. Also hier kann man dann so reingucken, ja. Und dann sieht das Teleskop, oh, nicht runterfallen. Dann sieht das Teleskop hier in die Ferne für uns. Und natürlich kann man diesen Turm ja auch, der ist ja hier mit so einem schicken Drehkreuz eingerichtet. Das merkt man gar nicht am Anfang. Aber diesen oberen Teil hier, also quasi das hier kann man einziehen. Ja, dann ist das hier unten. Und dann kann man hier auf dieser, dann kann sich hier dieses obere Drehkreuz hier kann sich dann drehen. Damit oben, also ihr seht diese Linie hier, ne? Das ist eine bewegliche Achse und dann kann man wirklich in jede Himmelsrichtung schauen und die Sterne beobachten. Ist doch echt schön. Ist doch echt gut, ne? Hat er schön gemacht, muss man sagen. Hat er wirklich, wirklich gut gemacht, der Cedric. Ich bedanke mich auf der Stelle auch nochmal sehr herzlich bei ihm. Und jetzt haben wir das alles gezeigt. Ja, haben wir. Wie gesagt, das hier ist nur ein Update-Video für euch, was inzwischen geschehen ist. Ja, es ist einiges geschehen und es ist noch etwas passiert. Es ist mir hier ein sehr... Am Anfang dachte ich, es ist eine zwielichtige Gestalt. Und dann kam mir hier so ein Typ vorbei und ein Zwerg. Und der meinte so, ne, wo er den Drei-Elben-Lampalast finden würde, ne, und wo er eben den Hundsgrab finden würde. Und ich habe eben gemeint, ja, ne, diese Wegrichtung da drüben. Ich habe ja alles angeschrieben. Und ja, ich weiß nicht, was der will. Ich weiß ehrlich nicht, was er will. Ich meine, ich habe ihn jetzt in die Richtung Hundsgrab geschickt, natürlich. Keine Frage, ich möchte mich hier mit den Zwergen nicht anlegen, wenn der hier in irgendeiner Form etwas zu tun haben hier. Ich denke, es war ein Diplomat, wenn ich ehrlich bin. Ja, mal sehen. Mal sehen, was der hier will. Er wollte mir eigentlich nicht wirklich Auskunft geben. Also, ich wollte auch nicht wirklich nachfragen, weil es geht mich ja unterm Strich nichts an. Aber, naja. Sicher ist sicher. Auf jeden Fall, das werde ich auf jeden Fall noch begutachten und werde euch da weiter informieren, was die Zwerge hier wollen. Warum sie sich hier im Dreielbenland verlaufen haben. Warum sie sich hierher verlaufen haben. Oder auch nicht. Vielleicht wollen sie ja wirklich irgendwas Wichtiges. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall scheinen sie Hundsgrab ins Auge zu nehmen. Beziehungsweise eben den Rat. Den Rat vom Dreielbenland. Mal sehen, was sie wollen. Vielleicht werden wir bald irgendwas hören. Wir werden sehen. Aber es wird noch spannend bleiben. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ihr Lieben. Und deswegen von dieser Stelle aus sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Noch einmal ein kleines, es tut mir leid, dass ich euch da ein bisschen ausgefallen bin, krankheitsmäßig. Aber jetzt bin ich wieder da und es geht am Montag weiter. Und in diesem Sinne war es mir mit euch wie immer ein Volksfest. Und tschüss.